So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Stellaris Episode 4. Ich hätte fast Star Wars gesagt, aber wir sind nicht in Star Wars Episode 4, wir sind in Stellaris. So sieht die Galaxie im Moment aus. Wir haben keine neuen Nachbarn entdeckt im letzten Part. Dafür hat sich aber die Beziehung zu unserem Nachbarn im Süden hier, den wunderbaren Quel'Nudar, drastisch verschlechtert, nachdem ich Polaris Prime kolonisiert habe. Genau hier. Das hatte nicht gefallen, weil es ein bisschen nah an deren Grenzen war. Und jetzt, ja. Wie ich im letzten Part sagte, wenn die ihre Grenzen zu uns schließen, oder wenn die ihre Grenzen für uns schließen, müssen wir wohl oder übel, wir müssen fast schon einen Krieg erklären, weil sonst werden wir ein bisschen abgeschnitten vom Rest der Welt. Ich meine, wir würden das aushalten, weil unsere Forschungsschiffe sind ja schon, weiß ich nicht, wo die sind, hier ist eins. Also, wir könnten weiter erkunden so ein bisschen, aber es wäre trotzdem ziemlich nervig. Obwohl, nee, doch nicht, ich dachte schon. Weil hier leider keine Verbindung ist. Ich wünschte, man könnte eine Technologie freischalten, womit man quasi Sternlinien ziehen könnte oder so. Neue erschaffen könnte. Das wäre cool. Aber nein, gibt's leider nicht. Naja, ist auch egal. Polaris Prime, die Kolonie wurde erstellt. Und trostlos gibt uns leider minus 10% auf Nahrung. Das ist nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall Rotokulturfarmen. Wir brauchen Nahrung auf diesem Planeten, das ist äußerst wichtig. So, wir... Wie viel brauchen wir? Wir brauchen über 300, um dieses Gebäude hier zu verbessern. Und das müssen wir bald mal machen. Wir brauchen nämlich... wie heißt denn das? Die Verbesserung. Genau, der planetare Außenposten. Der sorgt dafür, dass wir all unsere Gebäude verbessern können. Und das brauchen wir. Wie gesagt, Alien-Kasernen, das hatten wir... Ach ne, wir haben das jetzt analysiert, okay. Wissenschaftsoffizier Torba Keldi hat eine gründliche xenohistorische Analyse der militärischen Einrichtung auf Tau Ceti 2 vorgenommen. Sie hat jedoch nur wenig greifbare Resultate erbracht. Die Basis wurde gebaut, bevor der Planet völlig karg wurde. Ob seine aktuelle Unwirklichkeit über das Resultat eines bewaffneten Konflikts ist, friedlichere Gründe hat oder gar zu einem natürlichen Prozess gehört, ist unklar. Von ihren Kampfstrategien und Taktischen kann jedoch abgeleitet werden, dass sie nicht viel fortschrittlicher als unsere waren. Positiv zu vermerken ist, dass Wissenschaftsoffizier Torba Keldi behauptet, von den Alien-Überresten sehr inspiriert worden zu sein. Das heißt, er hat wahrscheinlich XP bekommen. Ja. Das ist natürlich nice. Nöden ist es auch. So. Wir brauchen Energie, fällt mir gerade auf. Wie sieht es mit dem Labor aus? 4 Monate, okay. Nahrung. Wir brauchen Nahrung auf unserem Hauptplaneten. Das lässt sich erledigen. Und dann bauen wir hier, glaube ich, mal ein paar Kraftwerke. Erstmal eins, weil wir müssen sparen. Wir müssen erstmal sparen, bis wir den planetaren Außenposten bauen können. Oder bauen wir mal hier irgendwo ein paar Minenstationen. Construction complete. Das lohnt sich ja fast. Bauen wir hier mal eine Station. Und ja, das ist sehr mies. Wenn die Grenzen schließen, kommen wir nicht mehr zu Polaris und können da keine weiteren Stationen bauen. So. Die können dann nicht weiter erkunden, weil da Alien-Schiffe sind. Das ist natürlich nicht so gut. Aufgegebene Schubdüsen. Im Zentrum eines besonders großen Kraters auf 18Y71 liegt ein Haufen metallischer Formen, die zweifelsohne aus Alienhand stammen.
Wissenschaftsoffizier Husk Endek ist davon überzeugt, dass es sich um gewaltige Antriebsgeräte für Planetoiden handelt, die dafür vorgesehen waren, 18Y71 aus dem Orbit zu einem unbekannten Ziel zu schieben. Aus welchem Grund auch immer. Die Pop-Illith ist in Bereitschaft und die Besatzung kann jederzeit mit der Demontage und Analyse der angeblichen Antriebssysteme beginnen. Man hofft, dadurch einige Schubdüsentechnologie, unsere eigene Schubdüsentechnologie verbessern zu können. Research complete. Gut. Lol. Moment. Wir haben instant dadurch die Ionentriebwerke freigeschaltet. Habe ich das richtig gesehen? Lol, das ist ja mega geil. Nice, okay. Was nehmen wir als nächstes? Ich glaube... Ja. Zentralisierte Befehlsleitstelle. Können wir unsere Armee mal ein bisschen upgraden vielleicht? Falls es wirklich bald zu einem bewaffneten Konflikt kommt. Mit unseren Nachbarn. Toll, jetzt haben wir natürlich schon zwei Nachbarn, die uns nicht mögen. Und das Problem ist, wenn wir denen hier den Krieg erklären, fällt mir gerade ein, die sind in einem Defensivpakt mit denen hier. Das heißt, dann würden wir gleich beide unsere Nachbarn wieder... Das ist... Alter, das ist ja gar nicht gut. Das wäre ja mega schlecht. Wir könnten nicht mal einen Krieg mit denen beginnen, wenn wir wollten. Weil dann würden wir zwei Imperien gegen uns aufhetzen. Das wäre überhaupt nicht gut. Bitte. Oh Gott. Bitte nicht. Naja, die Meinung steigt ja wieder, jährlich. Insgesamt um 9. Deswegen, ich hoffe einfach mal, dass die bis dahin nicht die Grenzen schließen oder so. Oh, was ist denn hier los? Hier ist ja alles verzwirbelt und verzwurbelt. Was? Okay. So. Und du kannst mal hier was erforschen und hier die Forschungsprojekte machen. Ja. Ja, okay. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch mal unsere Labore hier upgraden. Ein Biolabor hier und ein... Ich wollte eigentlich sparen, fällt mir gerade wieder ein. Egal, Biolabor. Wir können ja noch warten mit dem Sparen. Nächstes Kraftwerk oder verbesserte Deflektoren? Verbesserte Deflektoren. Und Roboter haben wir. Oh Gott. Jetzt spammen wir gleich die Roboter einfach raus. Aber wir müssen uns als allererstes mal um unsere Schiffsdesigns kümmern. Ich bin tatsächlich überhaupt kein Experte, was die Schiffsdesigns angeht. Habe das in fast allen 4X-Games, die ich gespielt habe, ich das immer den Computer machen lassen. Größtenteils. Sofern es denn ging. Und deswegen bin ich fast schon ein absoluter Noob, was das angeht. Aber okay, wir haben nur das eine Design. Und wir haben auch nur Massebeschleuniger, das heißt, ich hätte es gar nicht entfernen brauchen. Automatisch. Mache ich einfach mal. Ist auch egal. So, okay, gut. Wir haben die Ionentriebwerke 2, alles gut. Alles gut, ja. Wir haben keine, okay. Ja, gut. Da konnten wir eh noch nicht so viel machen. Dann upgraden wir mal die erste Flotte. Oh Gott, ist das teuer. Dann warten wir mit dem Upgrade nochmal. Das ist ja viel zu teuer. Geothermisch. Das aus dem Orbit gemessene Dröhnen. Ich dachte gerade Drohnen. Das aus dem Orbit gemessene Dröhnen entsteht durch die Bewegung gewaltiger, uralter Geothermie-Extraktoren, die kurz vor der Fehlfunktion stehen. Diese vor langer Zeit gebauten, riesigen Disintegratorkomplexe pumpen seit jeher supererhitzte Flüssigkeiten aus dem Planetenkern nach oben. Ihre Speicherkondensatoren sind alle defekt oder leckgeschlagen. Etwas Energie konnten wir aber trotzdem noch von ihnen extrahieren. Lol, $344 haben wir bekommen. Nice. Wir brauchen... Warum machst du nicht hier im Kraftwerk? Was? So, da haben wir auch gleich ein Kraftwerk und da haben wir gleich Essen.
Jo. Hier brauchen wir... Hier können wir eigentlich mal ein Kraftwerk bauen. Machen wir mal. Ich wollte eigentlich sparen, aber jetzt ist auch egal. So. Ihr könntet immer noch ein bisschen Nahrung gebrauchen. Deswegen baue ich einfach mal noch eine Farm. Ja, hier haben wir eine Farm. Hier haben wir schon gebaut, alles in Vorausplanung. Was auch immer. Oh lol, was ist hier los? Ein Forschungsschiff von unseren... was mir eine Sache, die ich vielleicht gerne noch hätte hier in diesem Übersicht, in dieser Übersicht, ist, dass man sieht, was für einen Antriebstyp die benutzen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob die auch Hyperlinien, also Hyperraumantrieb mit diesen Linien benutzen oder ob die Warp-Antrieb oder Wurmlöcher benutzen. Das könnte ziemlich hilfreich sein, tatsächlich. Okay. Wir haben drei Leute, die gleiche Chance haben, Präsident zu werden, beziehungsweise Kanzler zu werden. Weltraumberg. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht auf das Mandat geachtet, was unser Anführer hat. Ich habe den einfach im Stich gelassen. Schiffsbauermandat, oder habe ich es erfüllt? Oh, wir müssen dringend noch ein Schiffchen bauen. Bevor die Legislaturperiode endet. Oh Gott, das schaffen wir nicht mehr. Das Schiff wird niemals rechtzeitig fertig. Doch, wird sogar. Reicht das denn? Sind das 75%? Construction complete. Okay, sollen wir wen unterstützen? Wir haben nämlich gerade ziemlich viel Einfluss. Wir könnten sogar den wählen, den wir wollen. Was bringt der uns? Erlasskosten... Baukosten für Forschungsschiffe, den brauchen wir ja überhaupt nicht. Energie. Baukosten Planetar, das ist schon besser. Baumkosten Raumhäfen, Baukosten Schiffe, das hört sich ganz gut an. Außenposten, Kolonieschiffe. Ah, das ist unser aktueller Kanzler. Monatlicher Einfluss, Baukosten Schiffe, Baukosten Armeen. Okay, wir können es locker leisten, jemanden... ins Amt, jemanden zu unterstützen, besser gesagt. Steht dann immer noch nicht fest, ob der wirklich kommt. Energiecredits oder Schiffkosten? Ich würde ja fast hier den nehmen. Auch wenn es, glaube ich, eine die ist. Ja, ich unterstütze mal Torbar Inrap. Hat jetzt eine 37%ige Unterstützung von der Bevölkerung. Wir können sie noch mal, wir können ihn oder sie noch ein zweites Mal unterstützen. Aber ich glaube, das ist gut. 37% ist jetzt nicht so viel. Also, es kann immer noch alles passieren. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel Einfluss ausgeben. Ach, wir können sie noch einmal unterstützen. Soll ich sie noch einmal unterstützen? 12 Tage übrig. Haben wir das Mandat wenigstens erfüllt? Wir haben es erfüllt. Nice. Okay, dann kriegen wir gleich sogar noch ein bisschen mehr Einfluss. Das heißt, wir haben, dann hätten wir sogar noch genug. Ja, dann unterstützen wir sie nochmal. Zack. 50-50 Chance, ob sie jetzt gewählt wird oder nicht. What? Neues Herrschaftsmandat. Jemand hat unser Schiff kaputt gemacht. Was soll das? Wer ist das? Piraten! Oder? Irgendwelche Piraten haben uns überfallen. Das sind nicht unsere Piraten, die sind von irgendwem anders. Die haben unser Forschungsschiff eiskalt zerstört. Nein! Pop-Illith! Die Pop... Nein! Die Pop-Illith ist zerstört worden. Was soll das denn? Okay, ja, es wurde tatsächlich Torbar Inrap zum Kanzler oder zur Kanzlerin gewählt.
Wir haben unseren besten Wissenschaftler und unser bestes Forschungsschiff verloren. Das ist ja... Das mag ich ja gar nicht. Aber wir haben ultra viel Einfluss. Okay, Moment mal... Wir könnten mal einen Admiral für unsere Flotte rekrutieren. Ich glaube, das mache ich mal kurz. Unterhaltskost. Hä? Fuck, wir hatten schon wen. Oh Gott, ist es dumm. Ich bin so dumm. Warum habe ich jetzt... Das war ziemlich unnötig. Egal, wir haben ja so viel Cash. Ich wollte aber mal... Wo ist denn Regierung nochmal? Richtlinien und Erlasse. Genau, wir werden mal Freidenkertum fördern, damit wir mehr Forschung kriegen. Und jo. Das sollte klar gehen. Und vielleicht unterstützen wir... Wir richten mal einfach... Unsere Prioritäten auf die Ingenieurforschung? Brauchen wir das Kraftwerk? Das Kraftwerk ist eigentlich ziemlich nützlich. Oder lieber die Deflektoren. Oder ich lasse einfach erstmal. Ich lasse erstmal. Was wir noch machen könnten, um unseren... um ein bisschen Nutzen aus unserem ganzen Einfluss zu kriegen. Wir könnten mal hier einen Erlass erlassen. Zum Beispiel Baukosten, Mineralienproduktion. Wie viele Mineralien werden hier produziert? 2. Wow, okay, das lohnt sich nicht so. Vielleicht eine Umziehkampagne. Ach, Umerziehungskampagne, nicht Umziehkampagne, WTF. Zufriedenheit, Land der Möglichkeiten. Das können wir gebrauchen. Wir machen mal hier Land der Möglichkeiten. Wir werben ein bisschen für die Kolonie. Kann ja nicht schaden. Dann bauen wir hier mal einen... Ach ja, jetzt spare ich wirklich erstmal. $150 brauchen wir nur noch. Dabei bräuchten wir wirklich ein neues Forschungsschiff. Ich kann so schlecht mit Geld umgehen. Ich muss es einfach immer raushauen. Oh, wir können sogar der Planet mit der primitiven Zivilisation, da können wir jetzt eine Station drum bauen, weil der in unserem Einflussbereich liegt. Wie gesagt, ich schwör aber erstmal. Sonst vergesse ich es wieder. So, also wir warten jetzt einfach, bis wir die $350 oder wie viel auch immer das kostet haben. Dann ist gut. $50. Und ja. Wir können unsere Grenzreichweite noch weiter erhöhen. Nehmen wir mal die seltene Technologie. So, falls ich nicht rausgeschnitten habe, Entschuldigung. So, wir haben genug Geld. Und Upgrade. Nice. Jetzt können wir auch wieder alles Geld, was wir haben, ausgeben. Das ist schön. So, haben wir noch einen Erlass vielleicht, dass unsere... unsere Forschung haben wir nichts. Ich muss ja die Musik ein bisschen leiser machen, das geht mir gerade richtig auf den Sack. Wir haben nichts für unsere Forschung, schade. Raumhafen könnten wir eigentlich auch mal upgraden bald. Aber wir brauchen dringend, dringend mehr Mineralien. Dann suche ich mal einen vielversprechenden Planeten. Wo vielleicht nicht nur 2 sind. Gibt's glaube ich nicht. Wo war ich? 9.
Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, hier ist ja der Piratenraumhafen, fällt mir jetzt erst auf. Wie blind bin ich eigentlich? Der ganze Zeit war einfach mitten, nicht mal zwei Systeme von meiner Hauptstadt entfernt, das Piratenversteck. Und ich check es einfach nicht. Was zum Teufel? Einfach so ein paar Asteroiden zusammengeklatscht. Mit ein paar Röhren. Sehr schön. Da wird sich die erste Flotte drum kümmern. So, aber zurück zum Thema. Es ist einfach so verlockend hier jetzt einfach... Egal. Wir bauen erstmal... Ich weiß, wir brauchen Mineralien, aber... Egal. Ich baue jetzt hier mal einfach einen Backbone-Netzwerk hin. Und hier gleich auch. Ach ja, Roboter haben wir ja auch. Roboter bauen wir gleich auch erstmal. Ein paar, die uns dann Mineralien holen. Da Roboter ja, ich glaube, das doppelt so schnell Bergbau betreiben. Wie unsere normalen Leute. Oh Gott, was ist das denn für ein Riesenimperium? Neuer Kontakt. Die Zimmerpuck. Königlichen Nationen. Was ist das denn? Ich spreche für das Zimmerpuck, für die Zimmerpuck Königlichen Nationen. Und ich habe eine Nachricht für eure verkommene Spezies. Solange ihr euch aus unseren inneren Angelegenheiten heraushaltet und unseren großen Anführer verehrt, Kaiserin Xandolf I, könnte es trotzdem Frieden zwischen unseren Nationen geben. Warum habe ich so abgehackt gesprochen? Ich weiß es nicht. Wir werden euch standesgemäß in der Schlacht grüßen, liebe Freunde. Warum seid ihr so gigantisch? Okay, die kennen noch irgendein unbekanntes Imperium. Sie kennen sogar zwei, die wir nicht kennen. Sie sind mit einem verbündet und mit einem Rivalen. Okay. Die First Battle Group hat das im Tabit-System eine Piratenstation vernichtet und ihre Sicherheitszelle geborgen. Nice, wir haben ganz viel Cash bekommen. Das ist gut. Ganz viel Cash. Das heißt, wir bauen erstmal wieder ein neues Forschungsschiff. Wir erweitern unseren Raumhafen. Wir könnten bald sogar einen neuen Raumhafen bauen. Was war unser Mandat, das wir erfüllen müssen? Neuer Kontakt, okay. Die Belmarcosa-Hierarchie. Ich spreche für das Belmarcosa-Hierarchie. Und ich habe eine Nachricht für eure verkommene Spezies. Solange ihr... Kaiserin Flower of One. Of I. Die sagen genau das gleiche. Es sind fanatische Säuberer. Das heißt, sie hassen uns. Oh Gott! Noch so ein Riesenimperium. Was zum Teufel? Leute, das ist nicht gut. Okay, das sind zum Beispiel, das sind zum Glück keine fanatischen Säuberer. Mit denen könnten wir Frieden kriegen, irgendwann vielleicht. Und die sind übrigens Rivalen mit unseren beiden Nachbarn hier. Und sie sind verbündet mit dem Kartell hier oben. So, und ihr? Ihr hasst die Royal Nations und ihr... Hast noch irgendwas anderes? Und ihr hasst uns vor allen Dingen minus 1000, weil sie fanatische Säuberer sind. Heilige Kacke. Und sie haben die Grenzen geschlossen. Ich glaube, das machen wir instant auch, weil ihr dürft nicht zu uns. Ihr seid fanatische Säuberer. Ihr wollt alles töten, was es gibt im Weltraum. So, wir haben übrigens keine Rivalen im Moment. Wir sind ultra friedlich. Alle lieben uns. Oh Gott, ich habe nicht aufgepasst, wie lange ich aufnehme. Oh, 20 Minuten sind schon wieder um, glaube ich. Egal, wir machen noch kurz ein... Kurz bauen wir noch ein paar Minenstationen. Nämlich hier ein Bergbaunetzwerk und hier ein Bergbaunetzwerk. Jo. Und hier auch eins. Oh, wir haben kein Geld mehr. Okay. Dann, es ist gerade um einiges gefährlicher für uns geworden.
weil wir ein gigantisches Reich nur ein paar Sternsysteme südlich von uns gefunden haben, das alles in der Galaxie vernichten möchte. Das ist nicht gut. Okay, aber das lesen wir noch kurz und dann beende ich den Part. Nachdem wir bei der endlos langen Untersuchung des verwünschten Keramikobjekts schon fast die Hoffnung aufgegeben hatten, erzielten wir einen Durchbruch. Das Projekt ist in Wirklichkeit gar nicht da. Nein, bitte, Leute. Ich bitte euch. Sondern vielmehr eine Projektion aus einer höheren Dimension. What? Indem wir es als Schatten eines Objekts der vierten Dimension analysierten, konnten wir seine Daten sammeln und entschlüsseln. Es zeigt uns, wie wir uns in allen Forschungsfeldern verbessern können. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wer uns diese Informationen geschickt hat. Extradimensionale Einsichten. 60 Monate führt zu folgenden Effekten. Forschungsgeschwindigkeit plus 15. Heureka, aber in der Tat. Wir forschen jetzt sehr viel schneller. Sind sogar schon ebenbürtig mit dem Kartell von Quirus. Sehr gut. Forschung schreitet gut voran. Das heißt, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stellaris.